Sie können das alles senden, was ich gesagt habe, weil ich da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern. Na, das machen wir. Dann. Wir nehmen Sie beim Wort. Gut. Machen Sie eine Sondersendung. Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Nowotny und Steven Geier. Heute. Depression, Baby. Zeig mir dein schäbiges Gesicht. Warum uns dieser Winter so runtergezogen hat. Wir sprechen mit dem Ex-Satiriker Harald Schmidt über seinen Einsatz gegen Depressionen. Ja, Schmidt macht bestimmt wieder Witze über diese Depressionen und so. Wir reden über die traurigen Politlieder von Xavier Naidoo und andere depressive Popsongs. Mein großes Vorbild ist Jesus. Und hören zu seinem ersten Todestag in unserem alten Interview mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker nach, wie er sich damals mit Wirtschaftsflüchtlingen umnähern musste. Ja, sollte da eine neue Grenzübertrittsbarriere geschaffen werden? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Jahreswechsel ist traditionell ein Zeitpunkt guter Vorsätze. Ich selbst nehme mir eigentlich immer vor, mehr an die frische Luft zu kommen. Hallo, hier sind Steven Geier und Rudi Nowotny zum dritten Podcast, diesmal Depression, Baby. Ja, herzlich willkommen. Ja. Ich weiß nicht, vermutlich sind alle schlecht drauf, oder, zurzeit? Ich habe ein bisschen Prozac genommen vor der Sendung. Ja, das ist gut. Man muss sagen, dass dieses Jahr hat genauso deprimierend angefangen, wie das letzte aufgehört hat. Gehen mir auf den Sack. Echt. Ja, das glaube ich. War den Terror von Paris kaum verarbeitet. Da ging 2016 schon mit den Übergriffen von Köln los und überall gibt es jetzt Bürgerwehren und Schwimmbadverbote, Flüchtlinge und die AfD ist in Umfragen drittstärkste Kraft und die Neuauflage von Hitlers Mein Kampf ist wieder ausverkauft. Dann stirbt auch noch Lemmy von Motorhead und dann David Bowie und dann auch noch Achim Menzel. Aber ich finde, wir versuchen gegenzuhalten. Wir reden über Depressionen, um Wege aus der Depression zu finden. Ein kleiner Einschub. Wir haben beim letzten Mal uns gar nicht richtig wieder vorgestellt, weil wir in der Pilotfolge quasi so viel über uns geschwafelt haben, dass wir letztes Mal das vergessen haben. Steven Geier, ich schreibe aus Berlin, unter anderem für die Frankfurter Rundschau. Und Rudi Nowotny und ich schreibe für die Zeit aus Hamburg. Ich weiß nicht, wie war das bei euch mit Köln? Das war ein unheimlich deprimierender Jahresauftakt. Von allen Seiten. Ich fand auch, die Medien haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und ja, von Polizei und von Parteien und sowas müssen wir gar nicht sprechen. Der große Vorwurf gegen uns als vermeintliche Lügenpresse. Köln sollte verheimlicht werden, was da wirklich passiert ist. Mhm. Sollte totgeschwiegen werden aus politischen Gründen. Wann ist der Kollege losgeschickt worden nach Köln? Direkt am Montag. Also wir kommen ja immer am Donnerstag raus und wir haben Redaktionsschluss am Dienstag und ich weiß, dass wir den ersten möglichen Montag nach Silvester ist der Kollege losgefahren, weil der am Sonntag schon losbeordert wurde. Und, Man kann das rekonstruieren. Es ist ja tatsächlich eine kleine Verzögerung, wann die Medien das überregional aufgegriffen haben. Silvester war ein Donnerstag und Dienstag erst so richtig los. Genau. Also so, wie war das bei euch? Hast du das Gefühl, dass es irgendwie erst ein Zögern gab? Bei uns war eigentlich die Diskussion darum, ob wir noch rechtzeitig was ins Blatt kriegen und was wir eigentlich ins Blatt kriegen sollen. Also es wurde gesagt, ist nicht der arabische Mann das Hauptthema, also oder der rechtsfreie Raum oder was auch immer. Im Endeffekt hat es für einen Leitartikel gereicht und für eine Reportage, ein Feature. Ja, also bei den Tageszeitungen, also man muss grundsätzlich sagen, das kommt an, also hier zum Beispiel in Berlin und eben auch bei den überregionalen Redaktionen, kommt an als ein Lokalthema. Ja. So dass also die ersten Augenzeugenberichte im Internet kursierten, das stimmt schon, dass die im Internet natürlich sofort neuer kursierten, wo aber in den Redaktionen natürlich niemand ist, großartig. Da fängt man erstmal an, das zu prüfen, kann das sein, ist das nicht wieder, und davon gab es ja nun wirklich belegbar sehr viel, ist es nicht wieder irgendwelche Pegida-Hetze. Dann guckt man einen Polizeibericht, da steht nichts von drin und das über ein Wochenende. Der
eine Stadtanzeige, für den ich auch schreibe, hatte bereits am Montag eine ganze Seite zu den Vorfällen. Da hat man so gedacht, es gab so 20 Fälle, was natürlich auch 20 Fälle zu viel sind. Und generell, das ist das, was mich deprimiert, um mal zu dem Punkt zu kommen. Ja. Wie schnell die eigentlichen Opfer überhaupt nicht mehr das Thema waren, sondern nur noch irgendwelche Ableitungen. Und zwar auf allen Seiten des politischen Spektrums. Ja, klar, weil die eigentlichen Opfer sind ja uninteressant. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, genau das passiert ja seit Jahrzehnten. Also in dieser Massivität ist es natürlich was Neues, ich weiß. Und dann kommt wieder der Oktoberfest-Vergleich und bla bla bla. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, dass für jede Frau in diesem Land ist der normale öffentliche Raum immer wieder ein Raum, in dem sie belästigt wird, in dem sie angetatscht wird und ähnliches. Das war natürlich viel massiver in Köln, aber wenn ich mich mit Freundinnen von mir unterhalte, erzählen die mir nichts anderes. Ich finde aber ehrlich gesagt den linken und feministischen Reflex, den es jetzt oft gab, beim Oktoberfest gibt es auch irgendwie 20 Vergewaltigungen pro Jahr, falsch, ja, weil es ist Quatsch zu sagen, ist das eine schlimmer als das andere, sind völlig verschiedene, das ist so wie, reicht mein Hirn dazu aus, mich mit Kindesmissbrauch und dem Syrienkrieg gleichzeitig zu beschäftigen oder nicht. Ja. Ich denke schon, wenn 100 weiße Männer, 80 Frauen so massiv, also wirklich wirklich fast schon misshandelt und vergewaltigt hätten, hätte es auch eine riesen Empörungswelle gegeben und man hätte das nicht mit dem Oktoberfest relativiert. Nein, insofern, es gab, finde ich, schon diesen politisch korrekten Reflex, sofort zu sagen, ach, jetzt redet er plötzlich über Vergewaltigungen und sonst nie. Und das finde Ich finde trotzdem, dass zu wenig drüber geredet wird. Also grundsätzlich, ich finde, das ist natürlich eine andere Qualität gewesen. Man weiß ja nicht, wodurch es ausgelöst wird. Ist es kulturell oder ist es sozial auch? Das kann ja auch sein. Ja, also das denke ich. Ich denke, die linke Position müsste sein, da sind Leute, die nicht integriert sind, die keine Perspektive haben, die überhaupt nicht wissen, wohin sonst mit ihrer mit ihrem Ego auch. Und das der kulturelle Aspekt ist natürlich schon, ne, dass da auch Männlichkeitsbilder natürlich gestört werden, wenn denen nichts geboten wird in der Gesellschaft, wenn die Art immer nur draußen behalten. Aber sonst bist du gut drauf? Aber ich bin immer depressiv im Winter. Ab November kannst du es vergessen mit mir. Müde oder wirklich schlecht drauf? Ja, komplett schlecht drauf. Ja, mein, ich schlafe schlecht und bin nicht viril, ja. Und ich wäre am Kölner Hauptbahnhof komplett untergegangen, ja. Ja, überhaupt keine. Ja. Ich werde im Sommer ist was anderes, da hättest du die alle Sommer, verprügelt und ferngehalten. Verprügelt und gleich alle Jungs und Mädels betatscht, aber dabei. Ja, also klar, von Mai bis August werden sie mir nicht entkommen, aber ab September wird es kritisch. Ja. Bei mir war am schlimmsten diese Minusgrade, wenn man weiß, du stehst auf und wenn ich jetzt vor die Tür gehe, ist es minus 10 Grad kalt. Das muss Pegida auch mal einsehen. Das, bei dem Wetter kann man auch einfach als Lügenpressereporter nicht vor die Tür. Ne? Aber die stehen natürlich immer vor der Semperoper rum, die haben ja nichts Besseres zu tun, außer brennen ja die ganzen, zünden ja Autos an, ja, wie man seit gestern weiß. Da wärmen sich dann die Händchen dran. Ja, in Leipzig hatte ich das mitbekommen, Also wie der Rechte ist wahrscheinlich so allzeit deprimiert, dass der Winter eben nicht zusätzlich aufs Gemüt schlägt. Früher hat er den Winter immerhin in Danzig verbringen können, ja, an der See. Oder in Stalingrad halt. In Stalingrad ist total schön. Ja, das ist ein knackiger Winter, aber jetzt. Das war vielleicht ein Winter, der hat aufs Gemüt geschlagen. Das hat sich in Deutschland noch ausgewirkt. Wie das alles zusammenhängt, lassen wir uns gleich von einem auch Wissenschaftsjournalisten aus Frankfurt am Main erklären. Oh, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Um das zu besprechen, haben wir eingeladen einen Mann, der als freier Journalist für die Zeit, die NZZ, aber auch für viele Gesundheits- und Wissenstitel schreibt, lange Jahre Redakteur des Magazins der Frankfurter Rundschau, danach Autor der Gesundheitskolumne auf Spiegel Online und von Gesundheitsbüchern wie Viel Rücken, wenig Rat. Unseren engen Freund und langjährigen Wegbegleiter Frederik Jötten aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Hallo Fred. Kommt da kein Applaus oder so? Ich bin Applaus gewöhnt, das solltet ihr dann schon auch bringen, finde ich. Wir sagen kurz, wir kennen uns aus Frankfurt, haben aber, glaube ich, nie alle zugleich im selben Ressort gearbeitet, sondern nacheinander. Die Jobs des anderen übernommen, glaube ich. Ja, wir kennen uns ja sowieso aus Journalistenschulenzeiten. Aber du bist ja eigentlich studierter Biologe. Ich bin Diplombiologe, ja. Deswegen sind wir auf dich gekommen, weil du hattest lange Jahre eine Gesundheitskolumne bei Spiegel Online und da ging es auch mehrmals um Depressionen. Ja, das ist richtig. Wir haben uns vorhin gefragt, ob gegen Wissenschaftsjournalisten eigentlich auch der Vorwurf der Lügenpresse erhoben wird. Also gegenüber mir natürlich nicht, weil ich natürlich äußerst seriös bin, ne? Das ist klar. Aber hast du schon mal... Aber gegen Wissenschaftsjournalismus, nee, glaube ich, ist mir nicht untergekommen, nee.
Wobei man muss sagen, das Klima, wenn man über Klima schreibt, ich habe ja auch, weil ich mal für Umweltpolitik zuständig war, ab und zu über Klima geschrieben und da gibt es natürlich eine riesen Community, die das alles für Lügen halten. Aber genau, sobald Sachen, sagen wir mal, eine politische Dimension haben, was weiß ich, von Windkraft, ja, aber so gegen mit Umweltschutz. Aber ja, aber ich habe Rücken hat ja keine politische Dimension dann. Hat natürlich auch irgendwo eine politische Dimension, die ist aber nicht so irgendwie im Fokus, ja. Sagen wir doch mal die politische Dimension deines Rückens. Also natürlich, es wird ja viel zu viel operiert, zum Beispiel am Rücken. Es gibt einerseits eine grandiose Überbehandlung von Rücken technischer Medizin und andererseits die Sachen, die helfen, werden eher vernachlässigt und deshalb hat das schon eine politische Dimension. Oder so die ganzen Homöopathie-Anhänger, die haten auch so Wissenschaftsjournalisten. Ja. Hast du noch nie über Homöopathie geschrieben? Da hast du doch bestimmt auch viel Hate-Mail bekommen. Stimmt, doch, habe ich. Aber bei Spiegel Online gab es immer so viel Hass, stimmt, das Spiegel Online, stimmt, gab immer Hass en masse, stimmt, doch, es gab. Das wird ja diesmal besser laufen, wenn du jetzt über Depressionen wirst du nicht so viel, ich glaube nicht, dass man so viel Hass auf sich lädt. Ist man im Winter depressiver? Ja, es gibt ja dieses Krankheitsbild der saisonalen Depression, das wird ja öfter beschrieben und allerdings, ich will mich jetzt doch mal unbeliebt machen sagen, man muss auch das Positive mal an der Depression sehen. Die Depression ist sehr häufig, 30-50% aller Leute haben in ihrem Leben zumindest starke Symptome, die den Depressionskriterien entsprechen. Mhm. Und das ist viel zu häufig, als dass man sagen könnte, das wäre nicht gewollt von der Evolution. Ja? Also normale schwere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder sowas, die sind nur zu 1%, bei 1% der Bevölkerung vertreten. Also muss die Depression auch einen Vorteil haben. Ja. Und hast du eine These, was der evolutionäre Vorteil von Depressionen ist? Es gibt verschiedene Thesen und eine davon hängt auch mit dieser Herbst- und Winterdepression zusammen, dass man nämlich sagt, Depression, das ist eigentlich so ein Zustand, so ähnlich wie wenn man krank ist, man liegt im Bett und will nichts machen und dass es einfach ein Mechanismus ist, mit dem unsere Vorfahren Energie gespart haben in einer Zeit, in der man immer Energie sparen sollte. Was beim Bär der Winterschlaf ist. Ja, ein bisschen überspitzt gesagt. Oder zum Beispiel auch drehen Depressionen auch oft auf nach Stress oder persönlichen Verletzungen und es gibt zum Beispiel auch im Tierreich ähnliche Verhaltensweisen, die dann auftreten, wenn ein Tier sich unterwirft. Und wenn da im Rangordnungskampf jemand unterlegen ist, dann gibt es bei Primaten zum Beispiel auch solche Symptome, dass sie sich dann komplett zurückziehen, um einfach auch zu zeigen, ich gebe jetzt auf, du bist der Chef und sie werden dann auch in Ruhe gelassen und können so Kraft sparen und ihr Überleben sichern. Ja. Sag mal, ich habe von dir aus der Zeitschrift, aus der pharmazeutischen Zeitung einen Text über Burnout einfach mal locker lassen von Frederik Dürten. Ich habe mal gelesen, dass Burnout eigentlich nur eine Form von Depression auch ist. Ja, also Burnout ist ja nach dem ICD-Kodex ja keine eigenständige psychische Erkrankung. Mhm. Ist ja nur ein Modebegriff, weil es sich besser anhört. Ich habe einen Burnout, als ich habe eine Depression. Ich kann das von mir selber sagen, wenn ich mich überarbeitet habe, dann werde ich tatsächlich schwerfällig traurig und ruhiger. Auch wenn private anstrengende Sachen oder Veränderungen anstehen, dann ziehe ich mich auch erstmal zurück, weil ich für mich sortieren muss. Das ist zum Beispiel die andere Sichtweise. Andere Wissenschaftler sehen so, man braucht einfach so eine Traurigkeit, die ist auch wichtig, um auch so, das ist ein evolutionärer Vorteil, weil deine Emotionalität, die führt auf der einen Seite zu positiven Sachen, dass du halt Liebe empfinden kannst für ein Kind, was das Kind unbedingt braucht. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt auch die Trauer und Traurigkeit. Und dass es einfach heutzutage so ist, dass die Depression, die wirklich schwere Depression, eine entgleiste Traurigkeit ist, aber einfach viel zu oft diese Diagnose gestellt wird. Ja. Heutzutage ist ja dann, heißt ja schon, wenn du länger als ein paar Wochen traurig bist nach dem Tod deines Partners, dann bist du depressiv. Früher hätte man gesagt, das ist einfach die normale Trauerzeit. Ja, okay, aber jetzt von solchen extremen Krisen abgesehen, ist die beste Medizin zum Vorbeugen oder auch um rauszukommen, wenn es losgeht, jetzt wie die Überschrift von deinem Burnout-Text nahelegt, einfach mal locker lassen, ja? Also das ist jetzt ein bisschen platt, ja. Also, Sie wissen ja selber, Herr Geier, wie schnell Überschriften gemacht werden im Redaktionsalltag. Das ist ja Lügenpresse, Lügenwissenschaften.
von daher einfach mal locker lassen. Ja gut, das hilft ja nicht. Also das ist ja klar. Aber natürlich kann es, sagen wir mal, vorbeugen wirken. Es gibt natürlich so einen Typus des Perfektionisten, der alles kontrollieren will, der alles perfekt machen will, und solche Leute überfordern sich natürlich auch besonders schnell. Und dann ist das Wetter schlecht. Ja. Ne? Dann ist das Wetter noch scheiße, genau. Also, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Wir verraten jetzt noch ein streng gehütetes Geheimnis. Dein Mittel gegen deine depressiven Phasen ist, Songs drüber zu schreiben. Ja, auch das habe ich schon gemacht. Traurigkeit ist natürlich auch eine große kreative Kraft. Ne? Genau. Kann man ich glaube wirklich tatsächlich, die Cure ist weg vom Fenster, seit Robert Smith glücklich ist, ohne Scheiß. Und deswegen zum Abschied und zum Dank den fröhlichen depressiven Song von Fred Eriksson, alias Frederik Jürgen. Flugzeuger. Worum geht's da? Geht's schon um jemanden, der gestorben ist, oder? Nee. Das geht um Liebeskummer. Gelesen? Liebeskummer. Ganze Platte Liebeskummer, ja. Immer ist Wetter, heißt die Platte, ja. Und die Platte ist natürlich auch ziemlich oft Scheißwetter. Ja, muss man auch sagen. Ich könnte schwören, im Rauschen der Blätter deine Stimme zu hören. Ein Fuß im Matsch ruf deinen Namen, was ein Quatsch. Und ich schau Flugzeugen hinterher. Wünschte, ich könnte fliegen mit dir. Und manchmal denk ich, du schaust mir jetzt zu. Und dann bin ich in allem doppelt so gut. Und manchmal denk ich, du lächelst mir zu. Und dann ist alles endlich gut. Das politische Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Ja, was für mich auch eine unheimlich deprimierende Erfahrung war, war dieses ganze Thema Xavier Naidoo und Eurovision Song Contest. Xavier Naidoo wird nicht für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten. Der Norddeutsche Rundfunk hat die Nominierung des Sängers zurückgezogen. Begründet wurde die Entscheidung mit den anhaltenden Protesten gegen eine Teilnahme Naidoos, die man unterschätzt habe. Das war überhaupt eine groteske Sache. Es war ja allgemein bekannt, dass der gut singt, bekannt ist, aber irgendwie, um es mal salopp zu sagen, und man kann ja auch anderer Meinung sein, aber irgendwie einer eine Klatsche hat. Ja. Das Deprimierende für mich, und jetzt wirklich mal ernst aus dem Nähkästchen geplaudert, an der ganzen Show so war, wieder die Rolle, die irgendwie der Presse zugeschrieben wurde. Also ich habe zum Beispiel vor dem Eurovision Song Contest Zeug über Xavier Naidoos seltsame Ansichten geschrieben. Ja. So, da wird man von mehreren Seiten angepisst, von denen, die die Musiksendung gut finden, als ob ich quasi das Konzept oder Naidoo oder seine Gesangskünste madig machen will. Und von denen, die seine Verschwörungstheorien teilen, auch wenn sie seine Musik gar nicht gut finden, habe ich auch einige, nachdem ich von den Fanboys Post bekommen habe, geschrieben, ist ja okay, jeder kann seinen Musikgeschmack haben, aber es ist einfach Käse, dass er so dunkle Mächte hinterm 11. September vermutet, so eine amerikanisch-jüdische Verschwörung oder was auch immer so nahelegt. Und dann haben manche zurückgeschrieben, die Musik ist mir scheißegal, aber beim 11. September ist wirklich nicht alles so wie die offizielle Version, die sie verbreiten, nahelegt. Ja. Das ist sozusagen das Wespennest, das man da gestochen hat, wenn man darüber geschrieben hat, vor dem Eurovision Song Contest. Und wir hören noch mal rein in ein paar Sachen, die die Kontroversen nach und nach ausgelöst haben. Also hier, Xavier Naidoo 2011 im ARD Morgenmagazin. Sind wir denn in Deutschland frei, eurer Ansicht nach? Was für eine Frage. Ja, ne? Aber nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land und nicht frei. So, dann haben alle kurz gesagt, hä, dem los, hat sich aber niemand weiter drum geschert. Dann guckt man noch mal in seiner Diskografie, findet von 2009 ein Lied namens Raus aus dem Reichstag mit der schönen Textzeile Baron Totschild gibt den Ton an, der Schmock ist ein Fuchs und lacht uns alle aus oder sowas in der Richtung. Sehr böse, steht gepisst in euren Socken. Baron Totschild gibt den Ton an und er scheißt auf
Eindeutig antisemitische Anspielung. Ja. Dann findet man in einer Kollaboration mit dem Rapper. Ja, da findet man irgendwie hier so einen Hidden Track, der heißt Wo sind? Ich schneide euch jetzt mal die Arme und die Beine ab und dann fick ich euch jeden Mal, so wie ihr es mit den Kleinen macht. Ich bin nur traurig und nicht wütend, trotzdem will ich euch töten. Jetzt wird das Kind am Filmen und ich zeig euch doch keine Grüße. Und eure kleinen Schwänze nicht im Grill. Warum gibst du keine Möse? Weil jeder Mensch doch aus seiner ist. Wo sind unsere Helden? Unsere starken Männer? Wo sind unsere Führer? Wo sind sie denn? So, also da kommen wirklich einiges zusammen. Vor allen Dingen kommt da zusammen, muss man mal sagen, ein sehr, sehr schlechter Text. Ja. Und er sagt das, also niemand hat damals das ist großartig thematisiert. Ich glaube, die Linksjugend hat Strafanzeige erstattet, weil es homophob und volksverhetzend ist. Das war dann irgendwie schon alles wieder vergessen, aber das kam eben alles wieder hoch, als Naidu dann 2014 zum Tag der Deutschen Einheit vor dem Reichstag eben auf Einladung offensichtlich von Reichsbürgern, die er per Du begrüßt, spricht und so Sachen sagt wie: Ich möchte auf jeden Fall, dass wir irgendwie miteinander Ordnung schaffen in diesem Land. Spätestens seit dem September 2001, das war der Warnschuss. Wer das als Wahrheit hingenommen hat, was darüber erzählt wurde, der hat den Schleier vor den Augen, ganz einfach. Das Schwierige daran ist, und das ist, glaube ich, das, was ich gerade sagen wollte zum Thema deprimierend, dass ich natürlich nie gesagt habe, dass der Nazi ist. Das wurde mir unterstellt. Und dann gesagt, ja, sehr verrückt, ein Kind von südafrikanischen Eltern soll jetzt plötzlich auch Nazi sein, typisch Lügenpresse. Dabei habe ich das ja nie gesagt. Habe nur gesagt, er teilt Verschwörungstheorien und bringt die in Umlauf, die eben auch von diesen Reichsbürgern geteilt werden, die vom Verfassungsschutz eben doch als rechte Gruppierung beobachtet werden. Und man kann eben doch schwarz und Antisemit sein, ja, zum Beispiel. Vollkommen. Und ich meine, wenn der NDR da in dem Fall ja echt die Fackel an die Lunte legt und sagt irgendwie, okay, in vollem Bewusstsein, das Ding geht hoch, ja, dann muss man ja irgendwie einen gewissen Genuss darin verspüren, das hochgehen zu lassen und nicht zurückzucken. Also meine Frage an dich, soll der bei diesem Schlagerwettbewerb singen oder nicht? Nein, soll natürlich nicht. Also es gibt ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, das eine ist ein Künstler und das andere und mit der anderen Hälfte ist ein Vollidiot, was er für private Meinung hat, ist uns egal. Aber er benutzt diese privaten Meinungen ja in seiner Kunst. Das heißt ja im Klartext, der offizielle Vertreter Deutschlands darf im Zweifelsfall antisemitische Botschaften verbreiten und wird dafür belohnt. Total egal, ob der... Gut, er wird das ja da nicht singen. Das ist ja so bekannt, dass man doch weiß, dass das Gegenstand der Diskussion ist in einem Gesangswettbewerb, der das größte homosexuelle Fest ist, wo jeder israelische Transvestit alle 2 Jahre gewinnt. Also das ist die Meinung, die dem NDR entgegengeschlagen ist, die du hast. Und das ist aber natürlich die Meinung, auf die der NDR sich hätte einstellen müssen. Genau, vollkommen. So. Meine Meinung ist es nicht übrigens. Ich bin gefragt worden, ob ich das auch kommentieren kann. Und ich habe geschrieben, man weiß ja auch nicht, was von den anderen Ländern die Vertreter in den Heimatsprachen für politische Meinung artikulieren, solange er dort nichts Antisemitisches oder Homophobes singt. Meinetwegen. Das hat dann bei manchen wieder das Weltbild zerstört. Ich hatte doch vorher erst diesen großen Text geschrieben, wo ich seine Verschwörungstheorien ausgebreitet habe. Da ist mir aufgefallen, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Der Leser denkt nicht mehr, dass du einfach nur was darstellen willst. Er unterstellt dir immer eine Agenda oder immer ein Anliegen. In dem Fall, ich habe über Naidu damals nur geschrieben, um ihn zu diskreditieren und fertig zu machen. Dabei habe ich eigentlich nur das dargestellt, was er öffentlich erzählt. Ne? Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Die Leute unterscheiden im Gegensatz zu Journalisten nicht so streng nach Textarten. Also wir sehen einen Text und sagen, das ist ein Kommentar, ein Bericht, eine Reportage. Und der Leser sieht halt einfach einen Text in einer Zeitung und sagt, er will mit irgendwie seine Meinung verbreiten, weil er selber natürlich in einem Blog-Eintrag das auch so machen würde, was ich übrigens niemandem vorwerfe, aber das ist da und dann wird das halt verstärkt durch, und das werfe ich dann vor, durch Leute, die da halt ihre eigene Agenda fahren und die dann sagen, ja natürlich, ja, die haben eine Agenda und zwar die der herrschenden Klasse und bla 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 bla. Es geht darum, die Meinungsfreiheit eines jemanden wie mich von mir zu schützen, der Dinge sagt, die systemkritisch sind. Ja? Also nachdem was die Bild-Zeitung recherchiert hat, ist der NDR
DDR vor allen Dingen eingeknickt, weil die eigenen Mitarbeiter gesagt haben, diesen Deppen wollen wir nicht als Vertreter haben und da querschießen wollten. Also das heißt, der ganze Vorwurf gegenüber der Lügenpresse, sie habe da den aussichtsreichen Kandidaten Naidu sabotiert, scheint nicht ganz zu stimmen, sondern es war das eigene Haus, das ihn zuerst nominiert hat. Und die Farce endet damit, dass der bekannte Konzertveranstalter Marek Lieberberg 121 Promis zusammentrommelt, aber ausschließlich unter der Überschrift Menschen für Xavier Naidu. Und dann kommen einfach nur die Namen. Mario Adorf, Til Schweiger natürlich, Jan Delay, also auch Leute wie Jan-Josef Liefers haben da unterschrieben. Okay, kann man jetzt sagen, scheiße, wo läuft das alles hin? Jetzt sagen die auch, eigentlich ja Gutmenschen sozusagen, Lügenpresse hat den armen Xavier kaputt gemacht. Aber wenige Tage später tatsächlich reagiert Xavier Naidu mit einem Song auf die ganze Kontroverse, die er Jürgen Todenhöfer, den Bestseller-Autor, auf dessen Website stellen oder Facebook-Seite stellen lässt. Ein Lied namens Nie mehr Krieg. Wir hören mal rein. Ich hab gelernt, ich soll für meine Überzeugungen einstehen und meinen Glauben nie leugnen. Warum soll ich jetzt nach so langer Zeit davon Abstand nehmen? Dazu bin ich nicht bereit. Muslime tragen den neuen Judenstern. Alles Terroristen, wir... Daraufhin, also wirklich kurz nachdem diese Anzeige erschienen ist, für 60.000 Euro von Marek Lieberberg persönlich bezahlt, daraufhin sagt Marek Lieberberg, oh, also da hat er sich ja mit irgendwie den falschen Leuten jetzt eingelassen. Und das mit dem neuen Judenstern, das finde ich auch falsch. Also ich distanziere mich jetzt von Xavier Naidu. Denke ich mir, was geht da jetzt in Jan Delay vor? Und Jan-Josef Liefers, ja. Ich finde, genau das Richtige geht in denen vor, wenn sie sich wenn sie in einer Geschäftsbeziehung mit Marek Lieberberg stehen und sich von ihm für die Kampagne einspannen lassen. Das ist das einzig Schöne an dieser ganzen Sache. Und jetzt so. Bitte. Und das war's auch schon. Ich habe jetzt noch eine kleine Sache, für die ihr mich vielleicht besser kennt. Ich singe noch einen kleinen Refrain. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und dazu brauchen wir keinerlei Waffen. Unsere Waffe nennt sich unser Verstand. Oh. Jetzt so. Kein Song von Xavier Naidu. Nein. Stattdessen hören wir rein in ein Interview, das ich vor ein paar Jahren mit Harald Schmidt, dem großen Harald Schmidt, ich glaube bei der Zeit bei euch wurde doch gerade euer Gebäude nach ihm benannt. Ja, natürlich. Harald Schmidt, jahrzehntelang hat er intellektuell die Republik geprägt. Ist jetzt demnächst sogar wieder im Fernsehen regelmäßig zu sehen, im Team für den Tatort Schwarzwald. Also nicht als Ermittler, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Sondern als Leiche. Nee, regelmäßig. Und das spielt in deiner alten Heimat, in Freiburg, im Breisgau. Ach echt? Das ist ja großartig. Ja. Noch ein Anlass, dass wir mal zum ersten Mal wieder reingucken, ja. Und nochmal reinhören in das Interview. Harald Schmidt war damals frisch Schirmherr geworden der Deutschen Depressionshilfe, ist er immer noch ein ehrenamtlicher Job. Wir haben ihn und uns gefragt, was soll das und warum gerade Harald Schmidt und Depressionshilfe? Vielleicht können wir zuerst über die Depressionshilfe sprechen. Gerne, brauchen Sie welche, oder wie? Das will ich rausfinden. Ja. Warum sind Sie jetzt gerade für Depressionen Schirmherr geworden? Weil ich das Thema unglaublich interessant finde. Und zwar war für mich das die Frage, was ist der Unterschied zwischen, ich bin Depri und ich habe eine Depression. Ja. Ja. Und da sagte mir eben Professor Hegel, der das Ganze medizinisch sozusagen leitet, 2,5 Millionen Deutsche sind gefährdet. Und viele wissen es nicht, auch dass sie eine haben. Ja. Und mich hat es einfach von der medizinischen Seite und vom Massenphänomen noch ohne Lobby her interessiert. Ja, also auch diese Lücke zu füllen, da gibt es noch keinen Schirm her, der das... Schlaganfall, AIDS, Kinderkrebs, eine Galerjagd, die nächste. Ja. Aber Depression ist noch nichts. Und warum passen Sie da gerade als Schirmherr zu? Komischerweise sagen mir viele Leute, die so psychisch ein bisschen Probleme haben, dass als sie noch täglich gemacht haben, dass ihnen das abends ein bisschen geholfen hat, so. Ja. Beim Einschlafen. Also wirklich, Lachen ist die beste. Alles doch nicht so tragisch. So flach doch dann. Der Professor meinte, er hätte bei mir vom Zuschauen unter der zynischen Oberfläche einen humanistischen Kern entdeckt, was mir wahnsinnig gut gefallen hat und was ich eigentlich auch so sehe. Schon immer oder dann als? Ich habe es dumpf geahnt, aber wenn Ihnen so eine medizinische Kapazität das auf den Kopf zusagt, dann hat es natürlich eine andere Wirkung. Sie haben in einem anderen Interview schon gesagt, es gibt so eine Hierarchie der Medienwirksamkeit von Krankheiten. Genau. Krebskranke Kinder kommen besser an bei Spenden, Galas. Richtig. Als Herzkranke. Ich habe jetzt gelesen, dass Ihre Sympathiewerte bei 36% liegen und Herr Jauch hat zum Beispiel 69%. Ja. Ist da nicht auch eine Überlegung, wenn man eher was mit Kindern macht, kann man das ein bisschen steigern? Nee, das interessiert mich hier nicht. Ich bin seit Jahren in diesen Werten solide zwischen Wolfgang Lippert und Gregor Gysi. Ja, also wir sind ganz unten. Um unsere Werte zu sehen, müssen
müssen immer umblättern. Und vorne ist Jauch ganz vorne, dann kommt lange nichts und dann drängen sich so Pilawa, Kerner, Gottschalk. Das sind eben Umfragen. Das ist ja so, als ob Sie jemand, der einen Ferrari kaufen will, fragen würde, was halten Sie von der neuen integrierten Kindersitzstruktur vom Ford Galaxy? Aber tut sich die Depressionshilfe einen Gefallen dann damit, so ein Unsympathieträger? Doch, ich glaube vom bisherigen Effekt schon, weil eben natürlich gleich ein großes Presseaufkommen war, als wir die Konferenz in Berlin gemacht haben. Weil natürlich auch auf den ersten Blick im Grunde ein Gegensatz ist. Schmidt macht bestimmt wieder Witze über diese Leute, Depressionen haben und so. Und Sie haben sich schon auch eingelesen dazu, oder? Dann, ja, ich habe Material bekommen und ich bin bei denen auf die Homepage gegangen, habe auch gleich den Test gemacht. Und? Ja, den habe ich nochmal gemacht, habe mich ein bisschen, also weniger depressiv angeklickt. Als ich das erste Mal gemacht habe, war alles tiefrot. Ja, und rot heißt depressiv. Ja. Also ist Sarkasmus nicht doch eher ein Symptom für ich glaube es nicht. Als Heilmittel? Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht lässt man Dinge nicht so an sich ran und wird dann nicht depressiv, ich weiß nicht. Aber soweit ich es begriffen habe, ist Depression auch ein chemischer Vorgang im Gehirn. Der mit Laune ja nicht viel zu tun. Ja. Wie ich gelesen habe, von einer Krise ausgelöst. Klar, aber wie gesagt, das ist ja auch ein Ziel von mir, die Palliativmedizin und die Unterhaltung nahe aneinander zu rücken. Und so. Genau. Ich bin einfach für Zahlen. Es sterben nicht genug Deutsche, das schreibt ja auch die Frankfurter Rundschau. Unser Rentensystem ist in Gefahr. Wenn schon sterben, woran bitte? Und jetzt mal Zahlen raus. Krebs, Herz-Kreislauf und AIDS ist eine Quantité negligible in diesem großen Zahlenpot. Hat aber eine unglaublich mediale Aufmerksamkeit, weil eben das so viele Akkordeonspieler eben auch daran erkranken. Ich kann nur sagen, wenn ihr einen Ball der Depressiven macht, ja, um Milliarden zu generieren an Geld, dann bin ich bereit, wenn ihr es wollt, den zu moderieren. Genau, Sie hatten die Depressionsskala ins Spiel gebracht. Ja. Da merkt man erst, wie albern das Wort AIDS-Skala klingt. Das gibt es aber längst, aber bei Depressionsskala, wie könnte man sich das genau... Ja, aber AIDS-Skala ist irgendwie Who Wants to Live Forever. Genau, und was wäre Depressionsskala? Das müsste man halt sehen, das würde mich aber echt reizen, das konzeptionell zu entwickeln. Ja. Gespräche mit Betroffenen, Promi-Telefone hinten. Das Tolle ist, alles das, was bei AIDS oder so oder Krebs Tränen in die Augen drückt, wird dort plötzlich als zynisch empfunden im Zusammenhang mit Depressionen. Ist das nicht wirklich dann diese Sarkasmusfalle, dass man bei Ihnen sowieso nie weiß, welches Lob ist vergiftet und was meinen Sie? Ist das nicht auch dann eine Gefahr bei so einem Ehrenamt? Das glaube ich nicht, weil ich mich ja medizinisch in keine Sekunde äußere, sondern ich sage auch bei so einer Pressekonferenz ganz klar, ich bin hier, weil 80% von Ihnen, verehrte Journalisten, nicht hier wären, wenn es nur eine normale Pressekonferenz wäre. Also ich weiß ja auch, ich sehe auch die Menschen in den Kurzarmhemden da unten sitzen, ich weiß ja, dass ich denen auch wieder drei Zeilen liefer, die sie abrechnen können. Haben Sie vorher schon Ehrenamtliches gemacht? Nein, bin total dagegen, eigentlich. Ja, eben deswegen, da waren wir auch überrascht, weil wir dachten so, Ehrenamt ist so das, was die Hollywood-Stars machen, wenn ein schlechtes Gewissen kriegen, dass sie so reich sind. Also ich wäre gerne Rockefeller, um ein Krankenhaus zum Beispiel zu bauen, in dem die besten Ärzte arbeiten und forschen können, und zwar ohne Rücksicht auf Publikumswirksamkeit. Aber mein Traum, der Harald Schmidt, Mount Sinai, Cedars of Lebanon Medical Research Center for the world's greatest Turbobeschleunigerforschung, das fände ich irgendwie toll, mitten in Frankfurt rein. Müsste auch so einen Namen. Ich träume eigentlich immer davon, mit einem Herzkasper in Cedars of Lebanon oder Mount Sinai eingeliefert zu werden. Also es gibt irgendwie so Krankenhäuser, the hospital to be, wo man eingeliefert werden sollte. Weil Kreiskrankenhaus Hanau ist sicher auch toll, aber irgendwie so. Wir hätten gedacht, die sind quasi so cool, halt anders als die Hollywood-Stars, auch ohne schlechtes Gewissen reich werden zu können. Ja. Und ein Ehrenamt dann gar nicht zu brauchen als Ausgleich. Ja, aber weil zuerst ist mein, ich fand die Mail von diesem Professor Hegel toll. Ja. Ich finde Leipzig irgendwie als Forschungsstandort toll. Ja, da komme ich auch her. Achso, Sie kommen aus Leipzig. Ja, Leipzig ist für mich irgendwie so, der ging ja auch aus München nach Leipzig. Und Leipzig ist für mich so jung, Silicon, jeder kriegt einen Nobelpreis. Und mir war sofort klar, das ist ein Thema, von dem viel mehr Leute betroffen sind als AIDS. Aber ich finde auch wirklich das Thema Depression interessant und der Hintergedanke ist auch sozusagen in meinem privaten Ärztehaus, was ich sozusagen mental virtuell mit mir rumtrage, wo ich also gastroenterologisch, dermatologisch, innersekretorisch top besetzt bin, fehlte mir eigentlich noch so ein Crack im psychologisch-psychiatrischen Bereich. Aber mir gefällt einfach auch der Satz, bin in Therapie in Leipzig. Also das klingt so nach einem Wahnsinnsspezialisten. Ja, das ist so irgendwie so, ich finde schon. Ja. Lässt sich in Leipzig behandeln. Jeder geht in die Charité. Aber nach Leipzig, das klingt so wie Leute, die auch nach Harvard hätten gehen können, aber Leipzig vorgezogen haben. Weil da die Lofts
so günstig. Und wegen der Lebensqualität insgesamt, Sächsische Schweiz und so. Und der Satz lässt sich in Leipzig therapieren, möchte sich aber dazu nicht weiter äußern. Klingt für mich toll. Rehab-mäßig. Ja. Okay. No. Und was läuft das jetzt live über den Sender? Ja, natürlich. 3, 4, 10 und 1. Ja, das finde ich wunderbar. Ach ja, auch unsere Rubrik 10 und 1. Eine Top-10-Liste, die es schon gibt und eine Sache, die uns darin fehlt, ist heute deprimierend. Der amerikanische Pop-Journalist Tom Reynolds hat einen New York Times Bestseller geschrieben, den es auch auf Deutsch gibt bei Schwarzkopf und Schwarzkopf. Der heißt I Hate Myself and I Want to Die, ein alter Nirvana-Song. Untertitel die 52 deprimierendsten Songs aller Zeiten. Wir haben davon 10 rausgesucht. Das ist heute unsere Top 10 der deprimierendsten Songs. Es fängt an mit Seasons in the Sun von Terry Jacks. Ein Lied, zu dem einer meiner besten Freunde mal weinte, als ihn eine Frau verließ. Dann hört er sich diesen Song an, in dem es quasi darum geht, dass jemand stirbt und nochmal den letzten irgendwie Sommer erlebt oder so ähnlich. Er war 17. Oder zurück. Ja, 17 Jahre alt. Das ist okay. Also bei dem Song passten auch wirklich Musik und Text nicht zusammen, glaube ich. Null. Null. Also wer nicht Englisch spricht, denkt, das ist ein Gute-Laune-Lied. Ja, hatte ich auch dabei. Platz 2. Prayers for Rain auf Platz 2. The Cure. The Cure ist ja so für Regen beten, damit man dann schlecht drauf sein kann, weil es regnet. Okay, Platz 3 hier ist Celine Dion. All by Myself. Wobei man ja sagen muss, dass dieses Lied per se deprimierend ist. Man singt Celine Dion, also es ist eigentlich doppelt deprimierend. Ja, es ist ein bisschen zynisch, aber man muss ehrlich sagen, wenn jemand Grund hat, All by Myself zu singen, dann das Celine Dion. Deswegen schnell zu Platz 4. The River von Bruce Springsteen. Also ich finde das Lied gut. Ich stehe auf Pathos. Und dann Platz 5 In the Air Tonight mit Phil Collins. Es geht ja um jemanden, ein Freund, der stirbt und der andere kann ihn nicht retten. Das wird übrigens wiederum in Eminem Song verarbeitet. Stan. Da habe ich mir erst darüber nachgedacht, was Phil Collins da eigentlich singt. Sehr cool, das hat Eminem auch beabsichtigt. Und Platz 6 ist Whitney Houston, auch aus der Kategorie bereits grauenhafte Songs, die noch deprimierender werden. I Will Always Love You. Echt, ist das ein Cover? Das ist von Dolly Buster. Paten. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Paten. Sie sehen aber nicht so unterschiedlich aus. Ich muss sagen, die Dolly Parton-Version ist gar nicht mal so schlecht. Die ist so ein bisschen zerbrechlich. Das Lied ist ja so, wenn ich jetzt gehe, ist alles kacke, aber ich werde dich halt immer lieben. Und bei ihr ist das wirklich so, ja. Es wird rausgeschmettert ohne Ende. Bei Whitney, ja, aber bei Dolly ist es halt so wirklich, wie man sich ungefähr fühlen würde in der Situation. Mhm. Bei Whitney Houston ist ja eher so wie, ich ertränke mich jetzt in der Badewanne. Aber im Abendkleid. Total deprimierend, da muss man auch zustimmen. Dann Platz 7, Barry Manilow mit Mandy. Wir haben schon gesagt, das ist wahrscheinlich wegen des Namens so deprimierend. Ja, da muss ich mich als Ossi gegen verwehren. Ja. Also, die Mandys hauen uns noch alle mal raus. Also du bist noch eine Kanzlerin, Mandy Schmidt oder so. Ist auch ein Cover von seinem großen Hit Peggy. So. Nee, Mandy, ganz kurz zu Mandy. Ich habe das nie verifiziert, aber ich kenne die schöne Legende, dass das tatsächlich auch ein Cover ist von einem Song namens Brandy, wo jemand wirklich diesen Schnaps besingt. Und du musst mal auf den Text achten, das funktioniert total. Zum Beispiel im Refrain singt er ja, oh, und jetzt angenommen, oh Brandy, when you kissed me and saved me from shaking. Also, das ist fantastisch. Brandy, dein Kuss hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr zittere. Also ist höchstwahrscheinlich ein Alkoholikerlied gewesen. Ja, das können wir Barry Manilow auch vorstellen. Aber man muss aufpassen, sonst wird man verklagt, auch von den Toten. Genau. Platz 8 von Gilbert O'Sullivan, Alone Again und in Klammern Naturally, was es noch depressiver macht, ehrlich gesagt. genau. Allein, war ja klar. Aber dann wirst du doch mit Platz 9 total begeistert sein, weil das heißt ja noch so mechanisch. In the Year 2525 von Sagan Evans. Wenn es dann überhaupt noch Menschen gibt, alles ist im Arsch und man ernährt sich nur noch von Pillen, aber man macht noch Liebe, ist ja so der Witz immer. Das ist wirklich deprimierend. Ja, das ist aber seine Kinder holt man aus diesem genau. Fließband. Genau, aber macht man dann noch Liebe. Totaler Käse. Platz 10. Love Will Tear Us Apart von Joy Division. Was soll man dazu sagen? Eigentlich
Platz 1 bei deprimierenden Songs. Ja, eigentlich Platz 1, der hat sich ja auch erhängt, als er mit Wim zusammen war, mit Alexandra Maria Lara. Aber ich meine, wenn man sich dann erhängen muss, wenn das nicht deprimierend ist. So, was fehlt uns in der Liste? Um darüber nachzudenken, holen wir jetzt nochmal mit unseren Depressions- und Popmusik-Experten Fred Jötten dazu. Wir haben die 10 und 1 gerade vorgestellt mit den deprimierendsten Liedern, zusammengestellt von einem Amerikaner. Und was uns aber fehlt, weil es ein Amerikaner ist, ist ein schönes, deutsches, deprimierendes Lied. Kein Volk leidet besser als die Deutschen. Meine Lieder sind ja alle deprimierend. Mein Bruder sagt ja sogar, meine lustigen Lieder sind so, dass man aus dem Fenster springen will. Aber ja, also ich habe bei deprimierenden deutschen Bands als erstes Element of Crime aufgeschrieben. Weißes Papier von Element of Crime ist natürlich sehr deprimierend. Da muss ich dir recht. Also was heißt deprimierend? Ich finde deprimierend, also das traurig, ist oder? Also was Deprimierendes würde ich mir auch nicht anhören. Also das Problem ist, der Deutsche kann halt unterscheiden zwischen Depressionen und Melancholie. Der Ami gibt ja gleich Prozac, egal was. Warte mal, jetzt von Fanny van Dant ein, ich bin so enttäuscht vom Leben. Ja, nee, das ist so ähnlich. Da es gibt noch das also mit der räumlichen Distanz, wo während du, da singt er, während du stirbst, werden andere einen Orgasmus haben. Ah, ja, das ist wunderbar. Ja, ja, oder auch Fanny van Dant, ich brauche einen neuen Psychiater. Mein Psychiater hat sich aufgehängt, jetzt brauche ich einen neuen. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt. Stoßen sich den Fuß und denken gleich, das war's. Also nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in die Mülltonne. Das ist auch von Fanny in den Mülleimer. Das ist aber natürlich ein Antidepressivum quasi. Ne? Es gibt ja von den Ärzten dieses Hip-Hip-Hurra, alles ist super, alles ist... Ja, es ist wunderbar. Klingt ja erstmal total positiv, aber ist sarkastisch. Also ironisch gemeint, man besingt Fröhlichkeit und ist schlecht drauf. Wenn man schon depressiv ist, kann man nichts anderes machen. Also und von dem Ärzte-Lied hat die Ostband Panko ein Cover gemacht, wo sie quasi auch das musikalisch so gespielt haben, der Text eigentlich meint ist. Also es klingt total deprimierend und... Da hören wir jetzt mal rein. Weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Der Himmel grau, die Menschen mies. Die Welt war furchtbar ungerecht. Doch dann kam die Wende. Unser Leid war zu Ende. Moment, an der Stelle muss ich doch noch mal kurz stoppen. Geht es dir eigentlich als Wessi auch so wie mir als Ossi, wenn die singen, dann kam die Wende, dass du automatisch an 1989 denkst? Ja. Im Ernst jetzt? Ja, natürlich. Eigentlich also unsere Generation, ja. Ein völlig unschuldiges Wort, aber ja. Wir denken automatisch Mauerfall. Ja, total. Wir hatten in unseren ersten beiden Podcast-Folgen eine Serie begonnen zu 25 Jahre deutscher Einheit. Mhm. Die Jubiläen sind jetzt erstmal vorbei bis auf Weiteres, aber ich finde, wir machen die Serie weiter. Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer was zu feiern, weil wir endlich ein Volk sind. Endlich, bald du länger. Und ich ein Volk, quasi. Wir. Ja, du. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und nee, aber weißt du, was noch für einen Grund gibt? Weil jetzt überall wieder Grenzen hochgezogen werden. Ich finde, wenn man sich jetzt die Interviews mit den Leuten anhört, wo man die zu anderen Jubiläen befragt hat, wie es denn eigentlich war, als die Mauer fielen und das vor der heutigen Situation, wo alle wieder Grenzen und Mauern hochziehen wollen, das kriegt irgendwie ein ganz eigenes Gefühl. Ja. Das kriegt tatsächlich das Gefühl von, was ist eigentlich schiefgelaufen? Und ich glaube, zum 20. Jubiläum des Mauerfalls oder der Deutschen Einheit habe ich mit dem geschätzten Kollegen Jörg Schindler gemeinsam den damaligen schon Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker interviewt. Der hat dieser Tage den ersten Todestag. Wir möchten seiner gedenken, indem wir nochmal in dieses Interview reinhören, über eine Frage, die, glaube ich, Auswirkungen bis heute hat, wurde ja damals die DDR nicht mit Westdeutschland wiedervereint, sondern angeschlossen. Das sind die beiden Grundgesetzparagraphen, die zur Verfügung standen. Anschluss wie im Saarland oder eine Wiedervereinigung. Darüber reden wir kurz mit ihm. Nicht wundern, wenn wir jetzt diese Paragraphen dann nennen. Und er erklärt kurz, warum das aus seiner Sicht nicht ging. Und die Erklärung ist aus seiner Sicht, die Ossis sind nach dem Mauerfall ja alle in den Westen gerannt. Mit anderen Worten, ein Heer von Wirtschaftsflüchtlingen verlässt die DDR. Und nur durch ein schnelles Signal der deutschen Einheit war das zu stoppen. Ich finde, das sollten sich einige in Ostdeutschland heute noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das musst du sagen. Ich als Westdeutscher kriege sofort böse Briefe. Und ich glaube andererseits auch, dass vieles von dem Frust in Ostdeutschland eben auch daher kommt, dass dann doch einfach angeschlossen wurde und nicht eine Vereinigung in dem Sinne auf Augenhöhe gekommen ist, dass eine neue Verfassung ausgehandelt wird. Vollkommen. So, zu all dem Richard von Weizsäcker. Und eingangs übrigens, falls sich jemand wundert, warum wir so überdeutlich und so laut sprechen, erklärt er uns noch kurz, woran es liegt.
Darf ich aber nochmal sagen, ich bin nicht ganz so, aber fast so schwerhörig wie Helmut Schmidt, wenn auch auf einem anderen Ohr. Ich mache Verständigung mit ihm leichter, aber mit anderen Zeitgenossen deswegen noch nicht. Sie beschreiben ja im Buch die Szene, als der am Potsdamer Platz der NVA-Offizier Sie begrüßt hat und salutiert hat. Das war am 10. November, also nicht mal einen Tag, nachdem die Mauer gefallen ist, macht er vor Ihnen Meldung und sagt, Herr Bundespräsident, keine besonderen Vorkommnisse. Haben Sie da gedacht, okay, einen Tag, nachdem die Mauer gefallen ist? Meine Güte nochmal, das hat mich bewegt. Ja, Sie haben gesehen, die Wiedervereinigung ist quasi nicht mehr aufzuhalten, einen Tag nach Mauerfall. Also ich habe ja nicht in der Sekunde, wo er mich so freundlich begrüßt hat, in meinem Kopf ein Buch darüber gehabt, was ich darüber nun schreiben wolle, sondern es hat mich einfach bewegt. Und außerdem ist es ein Zeichen dafür, dass da eben jemand auf mich zukam, der genauso wenig wie manche anderen Grenzbeamte irgendwelche Anordnungen hatte, wie er sich in welchem Fall wie verhalten soll. Und das hat er selbstständig und verantwortlich gemacht. Ja, an sich gibt es ja, wohl lauter einzelne Berichte über Erfahrungen, da gerade am 9., 10., 11., 12. und so weiter aufgezeichnet sind. Und da ist vor allem ein wirklich interessanter Bericht von dem Mann, der an der Bornauer Straße das Kommando führte. Aber da steht eben drin, wer so beschreibt, immer mehr kamen und immer größer wurde das Gedränge und immer lauter wurde die Forderung und immer weniger Anordnung von hinten hatte er, was er nur machen sollte. Und schließlich wurde der Tumult so groß, dass er schließlich zu seinem Kollegen sagte, wir lassen jetzt die Hauptschreier, Schreihälse, alle nach Westen rübergehen und machen dann die Grenze zu, damit sie nicht wieder zurückkommen. Ja, das habe ich Ihnen auch schon sagen hören. Und jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Aber es soll nicht zusammen wuchern, habe ich gesagt, ein oder zwei Tage später im Radio oder im Fernsehen. Und damit meinten Sie nicht unkontrolliert oder wie? Nein, damit habe ich gesagt, wir dürfen nicht vom Westen her mit allem, was wir wissen und können, drüben ins Haus fallen, sondern rübergehen und uns begrüßen und kennenlernen und nein, ich meine, es war so natürlich doch so ein bisschen eine Stimmung. Also es soll nicht wuchern, heißt es wird eben alles Falsche abgeschafft und alles Richtige eingeführt. Sie waren ja einer derjenigen, die eine Vereinigung nach Paragraf 146, eine nach Paragraf 23 vorgezogen hätten. Ich hätte mir lebhaft die Möglichkeit für die Bevölkerung der ehemaligen DDR gewünscht, ein eigenes Votum über die Vereinigung abzugeben. Da außerdem im Artikel 146 ein Wortlaut zu finden ist, worauf soll der denn passen, wenn nicht über den der Vereinigung der beiden deutschen Staaten? Dann ist es für den normalen Menschen schwer zu begreifen, dass man davon keinen Gebrauch macht. Wieso ist es so nicht gekommen? Die Zeit war knapp. Das ist das Argument, was ich einräumen und respektieren muss. Nach 146 Kommissionen einzusetzen, die sorgfältige Vereinigungsverfassungsergänzungen überdenken sollten, hätte erneut wieder viel Zeit gekostet. In der Zwischenzeit strömten unaufhörlich Ostdeutsche nach Westdeutschland. Ja, sollte da eine neue Grenzübertrittsbarriere geschaffen oder neue Zollschranken errichtet werden? Aber dass letzten Endes die ostdeutsche Bevölkerung darauf verwiesen blieb, einfach bei der nächsten gemeinsamen Bundestagswahl für eine der Parteien zu stimmen oder sich der Wahl zu enthalten, war ein spärlicher Ersatz. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es damals war. Sind nicht unterwegs, oder? Ja, denkst du. Aha, also doch. Also wir würden es gerne... Kommen Sie denn auf die Idee? Haben Sie denn schon mal... Nee, noch nie Bundespräsident gewesen. Was für ein Leben ich führe. Leider haben Sie mich nicht danach gefragt, was mein Beruf ist. Dann hätte ich wenigstens sagen können, der Zeitzeuge. Und das von meinen 5 Berufen, die ich in meinem Leben hatte, der anstrengendste. Ja, vor allem, wenn diese Jubiläen endlich mal vorbei sind. Alle sind Freunde. Happy und froh.
Und das war wieder der einzig wahre Podcast Lügenpresse mit Steven Geier und Rudi Nowotny. Und wir wünschen Ihnen, hoffen, dass es also Ihnen Spaß gemacht hat und ja. Einfach mal die Depression genießen, wie Frank das vorhin gesagt hat. Die hat ihren Zweck. Locker machen, das ist ein Winterschlaf. Man soll sich im Winter auch mal schonen. Auf jeden Fall. Ciao.